So, Freunde, es geht weiter mit Resident Evil Village. Hier auf dem Dach des Schlosses. Ich habe ja letztes Mal noch so ein bisschen die Ecken abgesucht, ob ich hier noch vielleicht irgendwas finde an Munition oder, keine Ahnung, Metallteilen. Aber nein, ich weiß nicht, wo noch irgendwas ist. Ich meine, hier habe ich jetzt auch schon geguckt, aber da war nur diese Töpferware, die ich zerstört habe. Ist hier vielleicht in der Ecke noch irgendwas? Nee. Die Musik als, ne, dieses Sounddesign des Spiels ist einfach geil, aber uiuiui. Na gut. Herunter bitte. Geht der Aufzug jetzt eigentlich wieder? Ich hoffe doch. Können wir immer wieder nach oben. Ich meine, ich werde eh nochmal irgendwie hoch müssen, aber ich werde offscreen wahrscheinlich nochmal nach Sachen suchen. Wenn ich jetzt so den Drang habe, alles auf 100% hier zu bringen. So, ich werde jetzt erstmal die Masken einsetzen. Das ist das Erste, was ich... Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Nö! ich muss weg. Entschuldigen Sie. Jetzt einfach nochmal eine Runde mit dem Aufzug. Ich wüsste nicht, wo ich hinrennen soll. Die hat mich auf jeden Fall gekriegt. Ich habe keinen Bock, dass die mich aufschlitzt. Weil die macht voll viel Schaden, die Alte. Okay. Komm mal wieder runter. Alter, die ist echt anstrengend. Geronimo! Ich werde dir zeigen, was es heißt, Dimitrescus zu beleidigen. Ja, ich hab's geahnt. Was soll ich denn machen? Drei. Drei und eins. Kommt sie auch zum Duke rein? Willkommen, willkommen. Ein paar Sachen zu verkaufen, mein Freund. Stimmt, ich habe noch einen Dietrich, ich könnte noch was öffnen. Das wäre ganz cool. Ah. Okay, 9.800. 17.000. Ja, du hast wahrscheinlich was für das Sniper Rifle. 4.000 kostet das, damit ich lerne, wie ich Munition herstelle. Erweitertes Magazin, Lemi, Spezialzubehör. Spezialzubehör für die Pistole erhöht die Magazinkapazität beträchtlich. 9.000. Bringt mir halt nichts, die Sniper Rifle aufzuleveln, weil ich keine Munition habe. Ich frag mich gerade, ob ich nochmal der Pistole die letzte Ölung gebe. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer Oh, ausgezeichnete Wahl. Weil jetzt habe ich die Pistole nämlich so weit, dass ich zwei Erweiterungen hier drin habe, wie ihr seht. Und damit ist die Pistole auch fertig. Hier auch. Hier haben wir sogar drei Erweiterungen. Ich habe noch 8.000. Ich könnte die Feuerrate erhöhen, das wäre noch drin vom Geld her. Also 8.640 habe ich, weil ihr seht es ja nicht. Ich bin ja über dem Geld, über der Geldanzeige. Oder die Magazingröße, Kapazität, das wäre noch auch... Das wäre auch noch möglich, aber ich frage mich gerade, ob ich lieber Munition kaufen soll oder mir das
beibringen, wie ich Munition herstelle. Ich glaube, das mache ich eher. Ich wusste doch, dass dich das interessieren würde. Jetzt können wir ja auch... Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ich habe noch 4000. Ich könnte die Feuerrate noch erhöhen auf 1,8. Überlass das mir. Bis zum nächsten Mal. Was brauche ich dafür? Oh, ich habe schon welche hergestellt. Schießpulver, rostige Reste und Chemikalien. 2 Stück. Ah, Munition herzustellen für die Waffe ist nicht gerade billig. Aber es lohnt sich, glaube ich, am Ende. So, jetzt habe ich hier wieder Munition für. Nachladen. So, Freunde. Ein Gesicht fehlt noch. Figur hier für die Halle der Vier. Die Engelsbüsten, eines fehlt noch. Und dann können wir aus dem Schloss entkommen. Ich frage mich gerade, wo ich denn noch nicht war. Also hier im Konzertsaal könnte ich nochmal rein. Da ist noch was mit einem Dietrich zu öffnen. Und im Atelier ist auch noch irgendwie was. Haupthalle, ja. Von der Haupthalle geht es auch hoch aufs Schlossdach. Und meine Glockenturm und den Turm des Zorns, das war's. Okay, man kann auf den Turm, also der wird mir auf der Karte angezeigt, aber ich habe die Karte des Turms nicht. Einberg. Ach, was? Jetzt bin ich wieder im Erdgeschoss. Okay, verstehe. Gut. Ins Untergeschoss, da würde ich gern hin. Aber wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Ein Keller. Wagenauffahrt. Komme ich denn in den Weinkeller? Der Terrasse aus? Echt? Treppen sind übereinander, ja. Könnte sein. Ich muss auf jeden Fall nochmal in den Weinkeller. Da ist noch einiges zu entdecken. Hier auch. Rüstungszimmer. Okay. Was ich als erstes machen werde, ist nochmal in den Konzertsaal gehen und dann werde ich mal schauen, was ich da mit dem Dietrich rausbekomme und dem Atelier ist auch noch irgendwas. Okay. Gut. Oh, guten Tag. Aus dir mache ich erstklassigen Wein. Aus mir willst du Wein machen? Ich glaube nicht, dass das schmeckt. Kann ich hier den Hut vom Kopf ballern? Nee, das geht nicht. Bei Mr. X ging das. Hier kann ich den Hut nicht vom Kopf ballern. Links und dann rechts. Hä? Habe ich die Tür nicht aufgemacht? Och nein, bitte nicht. Das ist relativ suboptimal. Ich nehme mich jetzt wieder runter. Wo führt mich das hin? Was ist das hier? Hätte Dimitrescu Schlüssel? Halle der Verzückung. Da ist die Maske. Ja! Komm schon, mach schneller. Maske. Ich habe alle. Ist noch irgendwas? Ist die Tür gerade hinter mir zugegangen? Haha, das heißt, die kommt hier nicht rein. Ein Silberring? Was ist denn hier noch?
Man merkt, sie ist draußen vor der Tür, aber durch das Event, was getriggert wurde, dass es zugeht, kommt sie nicht rein. Der Raum hier ist noch rot, aber warum? Nee, der Gang ist ein einzelnes Ding. Nani. Also Munition habe ich gerade bis zum Abwinken, vor allem Schrotflinten-Munition. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten mich bereits. Komm schon. Ich sehe nichts. Es ruckelt. Ich stehe genau da, wo ich hin muss. Du wirst hier sterben. Ah, glaube ich langsam auch. Strich. Vielleicht kann ich so ein Loch sprengen. Ein Loch hineinsprengen, aber womit? Ich kann kein Bang Boom Bam herstellen. Oder kann ich drauf schießen? Oder ist hier irgendwas? Eine Rohrbombe. Halt die Schnauze. Du hast die Jagd verdorben. Nein, unmöglich. Warum? Warum nicht? Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur mir! Kranke Hexe! Kranke Hexe! Der letzte kristallene Torso. So, jetzt haben wir Cassandra, Daniela und Bella besiegt. Jägertrophäe. Ah, ich kann raus. Ich habe die Rohrbomben nicht gesehen. Ich dachte gerade, hä, was zur Hölle? Ich kann keinen Sprengstoff herstellen. Ja, ich hätte es auch mit dem Scharfschützengewehr abballern können. Wäre der Kampf wahrscheinlich schneller gegangen, aber naja. Gut. Bleibt nur noch eine. Lady Dimitrescu. Wir haben die letzte Maske. Kommen wir jetzt hier raus? Nee. Aber ich habe eine Idee. Wertvoll, kombinierbar. Da fehlt was. Es scheint etwas zu fehlen. Ja. Es ist schon sehr offensichtlich, dass ich den hier brauche, weil... Okay, jetzt sollte ich hier rauskommen. Genau. Ich habe ja den Schädel hier... Beziehungsweise die Maske hier abgenommen. Und muss ja hier irgendwie wieder raus, weil es gibt ja keinen Ausweg. Alle der Verzückung. Ist hier noch irgendwas?
Kann ich das Zeug hier zerstören oder wie ist das? Geht nicht. Da habe ich doch schon. Oder ist hier noch mehr? Wird mir rot angezeigt, der Raum hier. Ah, das macht mich kirre, sowas, ne? Weil ich dann denke, ah, Idiot, hast du irgendwas nicht gesehen? Oder ist irgendwo was versteckt in irgendeiner Ecke? Ich weiß es nicht. Ja, ist jetzt auch irgendwo wurscht. Wir sind auf jeden Fall relativ weit hier im Schloss. So, da geht's zum Ankleidezimmer. Dann geht's wieder in die Haupthalle. Konnte ich nicht durchs Weinzimmer in den Keller? War das nicht so? War hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Sie geht. Kommt sie jetzt hier rein oder nicht? Sie geht wieder. Badehaus. Dazu muss ich erstmal raus, glaube ich, ne? Ich muss nämlich hier in den Innenhof. Der Innenhof führt mich ins Badehaus und da führt eine Treppe runter. Von der Terrasse aus. Komme ich mit dieser Treppe runter in den Weinkeller? Muss doch irgendwie einen Weg geben, weil ich sehe hier nur die Treppe. Hier ist eine längere Treppe, die nach unten führt. Ach, wo sie mich verfolgt hat, ne? Das erste Mal. Ach, ich muss durch die Küche. Und durch die Küche komme ich da runter. Okay. Alles klar. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Was soll das heißen, wie einem von mir? Das finde ich nicht nett, was du da machst. Ich finde, das gehört sich nicht. La 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 la, la la la. Ja. So, da habe ich den letzten Torso für dich. 5000. Gesehen und gekauft. Gesehen und gekauft. Die Sicherstellung von Waren hat oberste... Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Bleib draußen. Will nicht mit dir spielen. Ich mag nicht.
Okay, ich muss halt echt komplett raus, links und dann runter in den Keller. Schnell genug bin, kann ich sie dodgen. Da ist jetzt auf, ich könnte gehen. Gib mir dein Geld. Hätte nicht gedacht, dass ich nochmal hier runterkomme. Oh, ganz am Ende, natürlich. Und noch mehr von denen. Ja, genau. Sind mir ein bisschen viele gerade. Ich will doch nur hier. Mach auf. Was? Bin ich gefangen? Nö, nicht unbedingt. Ah, eine Rohrbombe. Okay. Und wie ist dieses Rätsel hier? Da ist was. Ach, die Rohrbombe hat schon seinen Sinn. Okay, jetzt nervst du aber. Shit. Ja. Läuft gut, würde ich sagen. 1A. Und schon kipp um. Echt langsam. Ich wollte gerade sagen, fliegen könnte es nicht mehr sein. Das ist unmöglich. Sei denn, sie sind wirklich unsterblich, was ich nicht glaube. Mit dem zünde ich den anderen an. Ich dachte, mit dem Messer kann ich so ein bisschen mehr rangieren, das Ding, aber ist nicht so einfach, wie es aussieht. Geht nicht.
Oder muss ich das Ding darüber erstmal? Ja. Flamme. Beide in Bewegung sein, oder wie? Sieht so dumm aus, aber ich... La! Los! Liebet euch! Liebet euch, ihr Flammen! Es will nicht! Das ist doch nicht wahr! Da ist was. Ach was. Okay. Hab ich nicht gesehen. Ja, komm schon. Das kriegen wir. Geöffnet. Mein Gott. Das ist hier voll der Murks. Klappt halt nicht. Wirklich. Ich bin so doof, dass Ethan erstmal rennt und dann bleibt er irgendwie ruckartig stehen. Das kann doch nicht sein, Mann. Kack. Fucker. Dass sie sich nicht mal einen Millimeter berühren, weißt du? Das Ding hat wahrscheinlich die Hitbox aus der Hölle. Das Ding hier reagiert nicht. Ist das fucked oder was? Alter, ich muss mit wirklicher Pistolenkraft das Ding hier bewegen. Blaues Auge, was guckt mich denn da an? Das sieht doch aus, als könnte man es kombinieren. Bing! Und da habe ich noch einen weiteren Schatz. Okay, was ist mit dieser Schatzkarte hier? Dungeon, Kitchens, Treasure. Okay, das ist das. Im Sarg des Adligen ruht ein unschätzbar wertvolles Erbstück, aber es lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas von wegen, man müsse den Weg erhellen. Habe ich gerade. Okay, das heißt, es ist nicht mehr vom Belang, das Ding. Gut, ich würde mal gerne auf die Karte gucken. Hier gibt es noch irgendwie Kram. Und hier in der Zelle war ich zum Beispiel noch gar nicht drin, aber hier sind voll viele Gegner. Irgendwie hab ich gerade nicht so wirklich Lust drauf, mich mit denen anzulegen. Ich habe bestimmt hier oder da noch das eine oder andere vergessen, aber hier zum Beispiel. Kiste. Aber nur Geld. Na komm, das war schon die eine Kiste. Kann immer mal passieren, dass ich eine Kiste hier und da übersehen habe, höchstwahrscheinlich. Oder wie gesagt, ein kleines Item. Aber ich versuche schon in der Regel immer, jeden Winkel mir genau anzugucken. Aber manchmal ist es halt so fuck dunkel, dann siehst du halt echt nichts.
Wenn es irgendwie so eine Dose mit Schießpulver ist, die sind eh so grau bzw. dunkel. Kennst du nie sofort. Das, okay, ich müsste aber nochmal echt ein gutes Stück zurück. Muss trotzdem nochmal wieder zurück. Ich wollte nämlich gerne noch die verschlossene Tür untersuchen, ob ich mit dem Schlüssel, den ich habe, oder einem der Schlüssel, die ich hier dabei habe, das öffnen kann. Und dazu muss ich hier wieder ganz weit zurück. Im nächsten Zimmer. Die ist locked forever, ne? Oh. Okay. Ja, da komme ich nämlich in den Weinkeller. Da ist auch noch rot der Bereich. Aber hä, hier ist auch das Verkostungszimmer noch rot. Warte mal, ich kletter mal zurück. Was fehlt mir denn hier? Kann ich die Hand hier ziehen? Warum ist es hier rot, der Raum? Was fehlt mir? Ich sehe halt nichts mehr zu mitnehmen. Also. Ja, es wusst. Geh. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht so auf 100%, also mit allen Räumen 100% untersucht abschließen können, weil das hier alles zu untersuchen kostet mich einfach so viel Zeit. Achso, können wir schon. Achso. Ah. Stimmt, ich wurde ja runtergeschmissen. Ja, ich erinnere mich. Deswegen ist hier no way out. Gut, das würde ja auch erklären, warum ich hier nicht weiterkomme. Ja, das heißt, ich muss da irgendwie ins Schloss und dann die oberen Ebenen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder komplett raus. Musik, als ob sie hier unten wäre, aber ist sie nicht. Liegt wahrscheinlich an dieser verschlossenen Tür, weil die dahinter irgendwo rumläuft. Wo bin ich denn? Voll das Labyrinth.
Ne, genau so wie hier. Verwirrende Zellen. Bin ich ja mal jetzt gespannt, was der Duke mir dafür gibt. Ole. Ist das kalt. Der friert mir gleich alles weg. Im Speisezimmer fehlt mir auch noch irgendwas. Kann ich hier nicht irgendwas mit einem Dietrich öffnen? Ah. Diese Pulver. Was ist draußen eigentlich? Weil der Bereich hier ist auch noch rot. Frag mich aber warum. Da gar nichts. Da hat das was hiermit zu tun. Komische Statuette. Ich weiß es nicht. Von hier rüber? Nee, ne? Ich dachte, vielleicht liegt da irgendwo noch was in der Ecke rum. Ach, der ist es bestimmt, ne? Nee, diese rostigen Reste waren es nicht. Was war es dann? Irgendein Geheimnis ist hier noch. Hier irgendwie in dieser Ecke? Nein. Kommen wir, glaube ich, der Rätselslösung nahe. Irgendwas fehlt mir. Und ich will wohl nicht sehen, was. Wahrscheinlich seht ihr es eher als ich. Aber ich für meinen Teil gehe jetzt. Speisezimmer. Was ist hier im Speisezimmer denn noch? Irgendeine Vase? Das wollte ich nicht. Bin kalt hier. Echt? Man kann die zerdeppern? Aufregend. Okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber das hat rein... Oh. Ist das wie in Resident Evil 4? Nein. Doch. Deswegen... Es gibt Schätze, die blinken und die muss man abballern, wie in 4. Ja. Oh Mann. Ja, okay, dann kann es sein, dass draußen noch ein Schatz ist. Und ich wüsste auch gerne, wo. Wenn ich hier irgendwie... Nee, hier habe ich die Maske her. Es konnte überall sein, wenn die Dinger irgendwo an der Decke sind. In 4 war das schon so... Nicht einfach zu merken, wo die sind. Bei manchen weiß ich es bis heute nicht mehr oder kann es mir nicht merken. Ja, okay. Nailed it. Naja, gut, aber die meisten Räume habe ich schon gecleared. Was sind denn noch für Räume zum Clearen, theoretisch? Also in der Haupthalle ist es schwierig, sich umzugucken, wenn die Alster da rumdackelt. Genau, ah, da, ja, warte mal. Gut, dass ich es gerade sehe. Also, wir müssen ja noch die Innenseite aufmachen vom Konzertsaal. Ja. Das heißt, wir müssen hier einmal hin, einmal nach oben. Da würde ich nämlich gerne den Shortcut haben. Das habe ich vergessen. Hier ist noch, genau, und hier ist noch was mit einem Dietrich zu öffnen. Hier hinten irgendwo in der Ecke, oder?
Genau, hier und dann rechts. Da. Ich habe zwei Dietriche, die würde ich noch gerne verwenden. Möglichkeit. Ja! Hey, irgendwas ist hier noch. Jetzt bin ich paranoid und gucke die Wände ab. Irgendwo was blinkt. Oder irgendwie Scheiben zerdeppern. Geht auch. Ich mach voll Randale hier in dem Schloss. Schöne Einrichtung, aber ey, ich bin nur ein Mann, der seine Tochter sucht, mehr nicht. Lass Luft herein. Ganz schön stickig. Nee, ich glaube, ich sehe hier nichts mehr. Okay, dann gehe ich nochmal jetzt zurück, werde noch den Shortcut öffnen. Und dann haben wir es auch schon. Genau. Geh durch. Hier. Dieses Ding. So. Geht doch. Was ist hier denn noch? Also hier gibt es auch noch Gedöns. Aber... kann die Töpfe halt zerstören, aber... Glocken. Glocken. Die Glücksies. Ja, nur hier hoch, aber wäre auch nicht. Kann denn hier noch... Ah, Munition. Yeah. Der Weg hier ist auch rot markiert. Hier auch noch was? Ja, okay. Gut. Ich habe den Shortcut. Nehme ihn direkt. Da seht ihr doch wieder. Ja, genau. Immer da, ne? Du wirst wütend. Wieso wirst? Du bist wütend. Was ich ja auch verstehen kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich deine Töchter gekillt, die du in diese Monster verwandelt hast. Wahnsinnige. Du möchtest etwas kaufen? Hat der geschlafen? Ich habe ihn geweckt, es tut mir voll leid. Ich habe Stuff zu verkaufen, oh ja. 12.000 gibt der, Alter. Hey, geht der richtig gut, ne, der Ring. Das sollte reichen. 25.000 habe ich. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ja, Duke, der wird langsam echt alt. Bam. Wir pimpen die Waffe auf. Erweiterung hat er keine mehr. Ich kann auch noch lernen, wie man Minen herstellt. Kaufen wir auch. Dann haben wir schon gut was bei ihm investiert an Geld. Speichern nochmal. Gut, und ich mache hier erstmal Schluss für heute und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei Resident Evil Village. Ich denke mal, in der nächsten Folge geht es schon in den Kampf gegen Lady Dimitrescu, weil wir können jetzt aus dem Schloss hinausgehen. Ich glaube aber nicht, dass sie uns so einfach gehen lässt, da wir ihre Töchter gekillt haben. Nee. Und dann sehen wir mal, was noch so auf uns zukommt. Ich meine,
Es hieß 4 Grafen am Anfang des Achievement und höchstwahrscheinlich müssen wir gegen alle 4 kämpfen. Also ist Lady Dimitrescu nur eine von 4. Gucken wir mal, was noch so passiert. Ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Resident Evil Village.